Okay. Ich hab aber zwei Flaschen. Willkommen beim Bierdacher Podcast circa 309. Heute ist der 6. Juni 2017 und wir befinden uns im Innenhof 3 vom alten AKH. Unterm Kastanienbaum, weil es regnet. Kastanienbaum. Heute ist bei uns die Jana, der Stefan und der Horst. Das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur von Jörg aus Österreich. Vielen Dank an dieser Stelle und vielen Dank an unsere Patreonen. Wir sind wirklich, ich glaube, 3 Euro überwiesen worden oder so. Also Patreon funktioniert. Von Flutter haben wir schon länger nichts gekriegt. Ich weiß nicht, ob die tot sind oder wir nur nicht mehr geflattert werden. Ja, dann fangen wir doch mal an. Womit fangen wir an? Teaser. Nein, machen wir schon nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Ja, nicht mehr. Warum nicht? Zu viel Arbeit. Erstaunlich. Wir sacken ab. Boah, du Sketchnoten. Ich versuche zu sketchen. Ja, geil, ich habe leider super meinen Stift vergessen. Jetzt muss ich mit Tinte schreiben und es regnet ja, vielleicht verlauft es dann. Aber kriegen wir dann so coole Wassereffekte. Genau. Du kannst einen Kuli haben. Einen Kuli habe ich auch, aber der ist ja blau. Der ist blau. Okay, dann fangen wir mal an mit dem Tischgeräusch, das ich heute als einziger makaber Flaschen zwischen, weil ich habe den schon aufgemacht. Alkoholtischgeräusch machen. Okay. Prost. Prost, du hast wenigstens ein Glas zum Anstoßen. Prost, klonk. Was halt, lest mal vor. Buttermilch, Heidelbeer, Brombeer. Also ein Tetrapack, eine Glasflasche und eine Bierdose. Makaber. Delight, was? Als Eistee. Delight Eistee. Ich habe bitte Göster Naturradler. Ich lege Wert auf die Feststellung, dass wir weder die Getränke gesponsert kriegen, noch für die namentliche Nennung dieser Marken hier noch Nöhm, Sauermilch irgendwie vergütet werden. Leider. Okay. Haben wir Termine zum Ankündigen? Ah, Dennis. Nein, zusätzlicher Biertaucher. Ein Dennis hat hier gefunden. Habt ihr schon angefangen? Ja. Wir sind schon auf Sendung. Hat jemand von euch Termine? Ja, Podstock. Über Podstock werde ich reden. Okay. Ich habe keine Termine, leider. Ich kann berichten, dass mit dem heutigen Tage wahrscheinlich eh schon länger mein PyCon SK-Vortrag endlich auf YouTube ist. Also ein wichtiger Tag in der Geschichte der Menschheit. Man kann sich meinen Vortrag auf YouTube jetzt anhören. Der Vortrag heißt Teach Your Kids Python. Okay. Also war eigentlich nicht wirklich ein Termin. War eigentlich nicht wirklich ein Termin. Nein, nur Werbung. War nur Werbung. Okay. Habt ihr schon die Themenliste? Sind wir gerade dabei. Achso, ich dachte, wir sind bei den Terminen. Terminen, ja. Hast du Termine? Nein, Termine nicht, bis auf Friday Night Skating. Mhm. Und könnte man als Termin nennen. Am 15.06. Beginnt die EU-Roaming-Regulierung. Ui. Das könnte einige interessieren. Das ist auch ein Thema von mir. Okay, genau. Gutes Erst Stichwort. Ab dann Reisen. Themen, wie schaut's aus? Worüber redet ihr? Wollt ihr reden heute? Also ich war gestern Abend beim syrischen Iftar, also beim Iftar, Fastenbrechen eingeladen und vielleicht interessiert euch das, dann kann ich dafür erzählen. Und ich war auf der Maker Faire, falls ich dazu nur einen Nachtrag liefern kann. Genau, bitte. Ja. Das Humble Book Bundle, Mail in a Box, Podstock und CryptPad. Ah, stimmt, CryptPad wollte ich auch noch als Thema haben. Kartellbeschwerde von Kaspersky gegen Microsoft bezüglich der Virenscanner. Dann die Radical Server Unit. Hast du die nicht jetzt gerade auch? Habe ich ja damit mit Mail in the Box. Okay, gut. Dann Event EU-Roaming-Regulierung 2017 habe ich als Thema. Und ansonsten, den Rest lasse ich mal weg. Ich kann berichten vom Mittelalterfest in Hamburg und wie man mit dem Fahrrad von Hamburg nach Bratislava kommt. Ja, hier regnet zwar kein Wasser, aber dafür so was so anderes. Kastanien. Ja, mei. Naja, überleben wir. Dann und heute haben wir gelernt, dass man vom Drucker abgehört werden kann in gewissen Zeiten. Stimmt. Was? Ja. Also oder nicht verpetzt. Abgehört, aber verpetzt, ja. Verpetzt. Verpetzt ist sehr gut. Da bin ich gespannt. Fangen wir an mit der Jana. Gästinnen mit Essen immer zuerst. Ich habe leider keinen Kuchen dabei halt. Das ist schade. Oh, ich habe so einen Hunger jetzt auch noch bekommen. Ja, also ich war gestern
Ich lerne ja schon seit längerer Zeit Arabisch und ich war gestern bei meiner Arabisch-Tandempartnerin, dieser Syrerin, zum Iftar, also zum Fastenbrechen, eingeladen. Also es ist, ich glaube, heute ist der 11. Tag Ramadan und Muslime, Gläubige fasten ja von Tagesanbruch bis bis wieder finster wird und trinken nichts und essen nichts und dafür gibt es halt dann am Abend das Iftar, das heißt Frühstück, mehr oder weniger übersetzt, und da gibt es wahnsinnig viel zum Essen. Und ich habe es sehr interessant gefunden, weil ich bin schon um 6 Uhr dort hingekommen und wir haben quasi 3 Stunden 18 Uhr lang, am Abend. Ja, um 3 Stunden lang Essen vorbereitet. Oh nein. Oh nein. Also gut, ich erzähl gleich weiter, weil ich weiß nicht, woanders hingehen. Das ist hier richtig unangenehm so langsam. Ich weiß nicht, ihr sitzt hier direkt unter dem Baum, aber mich staubt schon im Auge. Naja, nun geht's, oder? Also mein Sketchnote ist wieder da. Und ja, okay. Wo war ich gerade? Du warst um 18 Uhr zum Fastenbrechen bei deiner Freundin. Genau, und um 21 Uhr war erst Fastenbrechen. Das heißt, wir haben 3 Stunden lang gekocht und ich finde das schon ziemlich arg, weil also, wir haben es immer probieren lassen, weil sie so gesagt haben, ja, Ewa, du fastest nicht, du kannst jetzt das probieren. Und so habe ich das so immer so abgeschmeckt und so, aber die anderen haben wirklich beinhart 3 Stunden lang gekocht, ohne auch nur irgendwas davon zu essen. Ich hatte ein Stück Baum auf die Jana gefallen. Oh Mann. Ganz zum Schluss fällt uns der ganze Baum auf den Kopf. Das war schlecht. Aber wir lehnen uns eben in die andere Richtung, der kippt dann darüber. Naja. Er springt in die Lüfte und Lieber nicht. Ja, also war eine religiöse Zeremonie dabei beim Fastenbrechen? Oder du nur ja, also bevor alle gegessen haben, haben sie gemeinsam ein Gebet aufgesagt, aber quasi zu Tisch. Und im Vergleich zu dem, was ich aus Marokko kenne, ich habe ja ein Jahr in Marokko gelebt und da war ich auch bei ein paar, dort heißt es Fdur, das ist einfach ein anderer Dialekt. Und dort isst man halt traditionell immer Suppe zum Fastenbrechen. Und gestern hat es keine Suppen gegeben, dafür ein sehr interessantes. Also nur Suppe oder auch Suppe? Ganz viele Sachen, aber man isst das allererst Suppe. Ach so, okay. Und gestern hat es ganz viele Sachen gegeben. Also ich habe ganze Seiten aufgeschrieben, nachdem es ja meine Arabisch-Tandem-Partnerin ist, hat es mir dann alles diktiert, das ich hier aufgeschrieben habe. Tandem bezieht sich jetzt nicht aufs Fahrrad. Nein, Tandem Sprachlernen. Also sie lernen quasi Deutsch und ich lerne Arabisch so. Und ja, ich habe es interessant gefunden. Es hat also das Hauptgericht, was so syrisch traditionell im Ramadan gereicht wird, das nennt sich, oh jetzt muss ich es noch lesen, Taskia Fetter oder so ähnlich. Und das sind Kichererbsen und Joghurt und Hummus, also Kichererbsenmus und Zitrone und so Fladenbrot. Und es wird alles vermischt zu so einem Salat. Ist es dann so wie diese Vorspeise vom Garib, was man so eine Art Brotaufstrich? Nein, man isst es einfach so. Und das habe ich sehr seltsam gefunden, sowas habe ich noch nie gesehen. Aber es schmeckt gut. Also kann man vielleicht mal bei Google suchen und dann in die Shownotes schreiben. Ja, und was ich noch getrunken habe, habt ihr schon mal Tamarindensaft getrunken? Tamarinden? Also sind es kommt. Früchte? Ich habe es noch nicht mal Ich weiß leider nicht, was das so genau ist. Also sie hat es mir gesagt, das sind so bohnenartige Sachen, also ich weiß nicht, so Schoten, und die werden in Wasser eingelegt über Nacht und dann ausgekocht und mit Zuckersirup zusammengeschüttet und dann eiskalt gestellt, und das schmeckt wirklich sehr gut. Das heißt dann süßen, eine Limonade praktisch. Ja, ja. Also es kommt vom arabischen Tamarhindi, was indische Dattel bedeutet, aber müssen wir auch mal genauer nachforschen, was das eigentlich ist. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Also ich habe ein paar Fotos geschossen, die kann ich dir auch noch dann zukommen lassen. Also falls ihr die Chance habt, zum arabischen Iftar zu gehen, ist es sehr interessant. Du findest es also ein nettes Erlebnis? Es war ein sehr netter Abend, ja. Werden dann viele Freunde und Nachbarn eingeladen? Ja, es waren viele Leute eingeladen. Leider haben dann ein paar Leute abgesagt, aber es ist schon für wirklich viele Leute gekocht worden. Deswegen auch die 3 Stunden Vorbereitung. Ja. So viel zum Iftar. Dennis. Ja, was soll ich dazu sagen? Naja, vielleicht wirklich was Freudiges, dass die EU etwas reguliert hat. Ich kann es auch hernehmen, ja. Und zwar das Roaming. Ziel ist es, dass egal wo man sich befindet, im Ausland, also im EU-Ausland, genauso viel zahlt wie im Inland.
für Handy-Gespräche. Für Mobilgespräche, ja. Aber nicht nur Gespräche, sondern auch Daten, SMS und Daten. Jö, das heißt, Internet sollte jetzt im Ausland günstiger sein, ja. Oder überschaubarer, ja. Für uns Österreicher weiß ich, dass es tatsächlich größtenteils wirklich stimmt. Für die deutschen Zuhörer direkt eine Warnung, es stimmt für die deutschen Mobilfunkbetreiber anscheinend nicht ganz so hundertprozentig. Weil? Einige Provider sagen, ja, du kannst das Volumen im Land benutzen, aber im Ausland nicht. Stattdessen funktioniert Roaming gar nicht. Sie haben das Roaming dann abgedreht? Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Wie sieht das in Österreich aus? Also solange man so einen Tarif hat mit wenig Datenvolumen, ist es wirklich exakt wie im Inland. Also wenn das nur so 1-2 Gigabyte im Paket sind, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kann man das im Ausland so benutzen wie im Inland. Telefonie und SMS sowieso. Das heißt also, hat man frei Volumen oder frei SMS oder frei Minuten, bleibt das. Hat man einen Tarif mit mehr als ca. 5 GB zum Beispiel, sieht es etwas anders aus, dann wird es bei manchen Providern aufgeteilt in das darfst du im Inland nur benutzen und das darfst du überall benutzen. Also du hast Inlands-Gigabyte und Auslands-Gigabyte, ja. Okay. Sagen wir mal, man hat 20 GB und 5 GB darf man auch im Ausland beim Roaming nutzen, die restlichen 15 GB nur im Inland. Und was ist, wenn man über diese 5 GB im Ausland kommt? Dann gibt es einen Fair-Use-Policy-Policy-Preis, der beträgt für Österreicher ca. 9,24 Euro pro Gigabyte, aber auf Kilobyte-weise abgerechnet. Das heißt nicht, man kauft einmal ein Paket für 9,24 Euro und muss das die Gigabyte dann versurfen, sondern man braucht nicht darauf zu achten, dass man Gigabyte voll bekommt und zahlt nach dem Usage. Okay. Also schaut so aus, als kann man unser Handy demnächst im Ausland benutzen. Ja, also bisher war es ja auch schon günstiger. Das heißt, ich kann mir theoretisch einen billigeren Handyvertrag sagen, weil ich habe extra einen, der quasi EU-Datenvolumen und Telefonie und so inklusive hat, weil er öfters nach Deutschland fährt und das ist eigentlich überflüssig. Das ist fast schon überflüssig. Okay. Hier jetzt noch eine kleine Warnung bezüglich Leuten, die halt zwischen den Ländern immer wieder pendeln. Das gilt nicht für Gespräche vom Inland ins Ausland. Die sind weiterhin unreguliert und können sauteuer zum Teil sein. Okay. Also wenn man von Österreich nach Deutschland telefoniert, je nach Vertrag ist es sehr teuer. Wiederum von Deutschland... Wenn ich dich jetzt aus Wien anrufe und deine Wiener Nummer anrufe, obwohl du im Ausland bist... Roaming, wo ich angerufen werde, das ist per se kostenlos jetzt im EU-Ausland. Aber wenn du mich jetzt auf meiner deutschen Rufnummer, ich habe keine, anrufen würdest, dann ist das Auto trotzdem für dich von Österreich ziemlich teuer. Während wenn du in Deutschland bist und dann auf meine deutsche Rufnummer, es kostet so viel wie... eine österreichische Rufnummer, also sehr günstig. Es ist also ein bisschen asymmetrisch. Fazit, du freust dich. Ja, ein bisschen. und man muss noch was anderes beachten. Bisher haben die Provider dazu nichts gesagt, aber das kann man natürlich irgendwie in Anführungszeichen missbrauchen. Und zwar, man holt sich zum Beispiel eine polnische SIM-Karte, weil sie besonders günstig ist oder aus irgendwelchen Gründen. Ich kenne die polnischen Tarife nicht. Und telefoniert und surft und so weiter nur im Ausland. Und da sagt die EU, nach 4 Monaten, glaube ich, darf ein Provider gucken. Aber feststellen, wo du deine Lebensmittel. Ja, genau. Und darf dann sagen, okay, der hat nicht seinen polnischen Bezug und deswegen dürfen sie dann eine zusätzliche Gebühr erheben pro Gespräch und pro Gigabyte und so weiter. Also nicht darauf freuen. Bisher hat sich kein Provider dazu geäußert. Ich rechne damit, dass das auch noch kommt. Also so toll ist das dann nicht. Es ist wirklich nur für Urlaub im Ausland. Danke, Dennis. Dann lassen wir den Stefan was reden, bevor uns das Mikrofon total wegbläst. Ja, es läuft noch. Es zählt noch brav hoch.
Ja, ich habe es jetzt gerade extra wieder eingeschaltet, nachdem ich geredet habe. Selber ausgeknipst. Ich war das letzte Mal nicht dabei, weil ich war bei der Radical Server Unit. Das ist hiermit entschuldigt. Da war ich auch. Danke. Das ist ein Treffen von Leuten, die ihr Zeug selber hosten wollen. Und ich habe mich dort gleich aufgedrängt und habe einen Vortrag gehalten über Mail in the Box. Das ist eine Lösung, um sein E-Mail auf relativ einfache Art und Weise selber zu hosten. Nachdem ich angefangen habe, mein E-Mail umzustellen, habe ich mir das eben genauer angeschaut und darüber geredet und mittlerweile so ziemlich alles umgestellt. Und die Idee von dem Mail in the Box ist, dass man mal eine Domäne besitzt, also die hat man sich irgendwo geklickt und dann hat man eine virtuelle Maschine oder auch eine physische Maschine, auf die man Vollzugriff hat und installiert sich dort dann mit Hilfe eines relativ einfachen Skripts Mail in the Box. Und das ist eine Web-Applikation, mit der man seine E-Mail-Einstellungen für alle möglichen E-Mail-Services, das heißt also für einen IMAP-Server, für einen SMTP-Server, für einen Spam-Filter, auch für ein OwnCloud bzw. NextCloud verwalten kann. Das habe ich jetzt mittlerweile komplett gemacht, bin eigentlich recht zufrieden und habe jetzt nur mehr so rund 10% vom Spam, von dem, was ich vorher hatte. Könnte man sagen, ist die Frage, wie viel vom E-Mail ich noch habe, von dem, was ich vorher hatte. Aber zumindest ist mir nichts bewusst oder bekannt gegeben worden, dass irgendwas nicht durchgekommen wäre. Also das Ding macht Graylisting. Sofern das bedeutet, dass das erste Mail von einer neuen Adresse oder Domäne mal nicht instantan zugestellt wird, sondern wird sozusagen mal abgelehnt, kommt auch später wieder mit der entsprechenden Meldung und erst nach 5 Minuten wird das angenommen. Und das ist so das Verfahren, das etwa 90% vom E-Mail mir vom Leibe hält. Aber was bringt das, dass die E-Mail um 5 Minuten verzögert wird? Das ist ja dann doch. Ja, das ist die Frage, weil die Spam-Provider oft einmal denen das nicht den Aufwand wert ist, das zwischenzulagern, die Mails, die nicht instantan zugestellt werden. Weil die müssen sie ja sozusagen queuen. Also du ärgerst die Spam-Typen. Genau, die ärgert man ein bisschen. Und aber man, auch jeden anderen Provider ärgert man damit. Aber das ist im Mail-Protokoll so vorgesehen, dass das möglich ist. Das heißt, das ist jetzt nicht eine schlechte Verhaltensweise oder sowas. Und man ärgert nicht wirklich jeden Mail-Provider damit, weil es ist ein Service implementiert, das Whitelisting für ein paar tausend Domains implementiert hat. Also so die großen, könnte man jetzt einmal salopp sagen, die werden sofort durchgelassen. Und wie gesagt, etwa so 10% vom Spam kriegt man noch immer, weil die machen brav das mit dem Graylisting und schicken es dir nochmal zu, nicht? Also da kriegst du es dann später. Aber immerhin war es bisher so, dass jegliches Mail richtig einsortiert worden ist, was auch ganz hübsch ist. Also es ist serverseitig dann so ein Spam-Assassin, so ein Programm zur Erkennung von Spam und das klassifiziert anhand von einem Regelset, ob jetzt was Spam ist oder nicht. Und man kann sich bei jedem E-Mail, das man dann bekommen hat, anschauen, was das für einen Score hat, also für einen Wert, der da rausgekommen ist bei der Klassifikation vom E-Mail. Und wenn er über 5 ist, dann gilt das als Spam und wenn er unter 5 ist, dann gilt das nicht als Spam. Und da gibt es eben unterschiedliche Faktoren, die dazu beitragen, wie zum Beispiel, ob da ein Bild drinnen ist, das einen Timestamp hat, der uralt ist und so weiter. Also da gibt es so verschiedene Kriterien, die damit spielen bei der ganzen Geschichte. Kann ich diesen Spam-Assassin auf beliebige Facebook-Postings laufen lassen? Ich möchte einfach so schauen, wer von meinen Freunden am spammigsten schreibt. Das hat das mit Facebook nichts zu tun, sondern der kann nur E-Mails verarbeiten. Kann der nur E-Mails schreiben? Ja. Ich meine, du könntest dir den Algorithmus anschauen, das Ding ist Open Source, also du kannst dann versuchen, aus dem Algorithmus was abzuleiten, aber es ist nicht so, es ist nicht sehr viel, was auf Wortwahl geht. Er klassifiziert schon noch Sprache auch, das schon, aber so richtig semantisch den Text analysieren oder kaum. Ein paar Worte rauslesen, also so die Klassiker, Viagra und Co. Ne? Ja, so, inklusive aller 100 verschiedenen Schreibweisen für Viagra. Ja, genau. Nein, ist eine recht nette Geschichte, bin bisher recht zufrieden damit. Kalender ist eben durch das Nextcloud auch drinnen und Kontakteverwaltung und jetzt habe ich alle Domains dorthin übersiedelt. Du brauchst jetzt gar keinen Google mehr, kein Gmail. So ist es. Habe ich bisher auch fürs E-Mail nicht verwendet, aber eben auch für die Kalender brauche ich es in Zukunft dann nicht mehr. Die werden noch rad und da drüber. Ja, Mail in der Box, wenn es interessiert. Ist der Maintenance-Aufwand sehr hoch? Also musst du da oft dann irgendwelche Updates einspielen oder so? So oft wie bei jedem Linux-Rechner, also im Prinzip ist es eine Ubuntu-virtuelle Maschine, die man aktualisieren muss, so wie jedes andere Linux-Betriebssystem auch. Also ja, man muss Betriebssystem-Updates einspielen,
Wobei das ist auch immer sozusagen nur ein Einzeiler, den man auf der Kommandozeile eingibt. Und das, die Anwendung selber zu aktualisieren, geht auch über einen Einzeiler, über einen anderen Einzeiler auf der Kommandozeile. Und da sieht man im Webinterface immer, ob es notwendig ist, das zu tun. Also dafür gibt es eine E-Mail-Benachrichtigung auch, wenn das notwendig ist. Also man wird auch benachrichtigt, wenn man neu einspielen sollte. Du hattest erzählt, da war auch noch irgendwie ein Webvideo dabei, um als Anleitung sozusagen. Genau, ja. Das heißt, wie man das Ding einrichtet. Ja, also es ist eine Viertelstunde Video auf der Webseite, wo alle Schritte durchgegangen werden von ich klicke mir jetzt eine neue Domäne, dann ich klicke mir so eine virtuelle Maschine, dann ich installiere das Ding da drauf und ich konfiguriere alles so, dass das am Schluss dann auch fertig läuft. Also ich habe mir das Ding noch nicht genau angeschaut, aber ein paar Technologien, die da drin sind, sind ein bisschen veraltet. Aber naja, ich könnte ja hingehen und dem Projekt was spenden an die werden sich, Minecraft. Die werden sich sicher freuen. Dann. Ja, genau. Also mal modernisieren. Aber prinzipiell ist das eine schöne Art und Weise, ziemlich einfach für den SuperDAO vielleicht nicht, aber für ja, ein bisschen Ahnung. Auch umgekehrt, es ist nicht total flexibel. Also man kann nicht alles machen damit, was man will, weil es halt in diesem Projekt gewisse Einschränkungen gibt, damit diese Komponenten alle miteinander spielen, so wie sie es vorgesehen haben in dem Projekt und damit der Wartungsaufwand gering bleibt. Also vielleicht quantisiert man Wartungsaufwand so in der Größenordnung, ich würde sagen, zweimal in der Woche 5 Minuten, das ist so das, was man investieren sollte dafür. Tja. Dann mache ich zusammenhangslos ein komplett anderes Thema. Ich möchte bemerken, dass der Baum, an dem ich mich anlehne, im Sturm wackelt. Man spürt, dass der Stamm sich bewegt. Ja, ich sag doch. Nachher. Ja. Plopp. Und sonst kann ich erzählen, ich habe es erstmals geschafft, mit dem Fahrrad von Wien bis nach Bratislava in einem Stück zu fahren. Mit kleinem Zwischenstopp in. Das sind genau 60 Kilometer oder 62 Kilometer. Und ich habe genau 4 Stunden gebraucht. Also 15 km/h Schnitt geschafft. Das ist eine sehr schöne Strecke. Von Wien kann ich sehr empfehlen, man braucht ca. 3 Stunden nach Hainburg. Laut Google Maps nur 2,5 Stunden, aber das habe ich nicht geschafft. Und da fährt man größtenteils auf einem Damm, nämlich auf dem Hubertusdamm am Ölhafen entlang. Und dann fährt man durch ein Naturschutzgebiet, nämlich durch die Stopfenreuther Au. Und das ist sehr, wie soll ich sagen, wenn man Natur mag, ist das sehr schön. Ich habe sehr viele Raubvögel gesehen. Das jetzige Störgeräusch spenden ihnen junge Leute, die einen Enki in einen Torbogen schieben. Damit sie trocken sitzen können. Ja. Das ist eine Sitzgelegenheit. Ja, ja und in Hamburg war ein Mittelalterfest. Dort war ich, habe 7 € Eintritt zahlen müssen und dann waren 2 oder 3 Straßen der Altstadt abgesperrt und wurden von so kostümierten Mittelalter-Nerds bevölkert und sehr vielen kleinen Ständen, die Hexentrunk und Drachenblut in Flaschen verkauft haben. Also es war ein sehr, wie soll ich sagen, eine eher kommerzielle Sache. Es gab viele Kleinkinder, die mit Holzschwerten herumgerannt sind. Und es gab auch so Shows, unter anderem eine Foltershow haben sie gezeigt, wo sie so mittelalterliche Foltergeräte hergezeigt haben. Am meisten habe ich mich gefürchtet vor den Typen, die das hergezeigt haben. Die haben so auch so ein Henker-Kapperl aufgehabt und die habe ich mir wirklich sehr gut als Henker vorstellen können. Hast du dich foltern lassen? Nein, nein, sie haben schon brav aus dem Publikum immer Leute rausgenommen und an denen dann halt so Geräte demonstriert. Also ja, ja, ja. Es war halt, ja. Fingerspreizer. Na, so eine Daumenschraube haben sie gezeigt. Ja. Wer auf sowas steht. Und was gab es sonst? Bogenschießwettbewerbe. Und es gab eine aus der Slowakei eine Mittelalter-Reenactment-Gruppe, aber deren Show habe ich leider nicht gesehen. Aber hätte ich länger dort bleiben müssen. Und sonst gab es jede Menge Standeln mit halt so Steckerlfisch und Ochs am Spieß und so Zeugs. Ich war ein bisschen verwöhnt vom Mittelalterfest Eggenburg. Das hat mir besser gefallen, aber es war jetzt erst mein zweites und war ganz okay. Ja. Horst, ich habe einen Podcast für dich. Bitte. Die letzte Ausgabe von Hour of Code solltest du dir anhören. Ja. Sein Interview mit dem Ramon Huidobro. Ja. Und der erklärt dort, wie man Kinder Spieleprogrammierung unterrichtet. Sehr gut. In Gosu. In Gosu? In Gosu. Das ist eine Ruby 2D Gaming-Bibliothek. Geil. Damit fängt er an so mit 12-Jährigen und dann macht er so mit 13-, 14-Jährigen weiter mit Unity 3D. Das ist okay, das kenne ich, ja. Game Engine. Ja.
Und eine ganze Menge andere Themen auch, wie zum Beispiel für die Jana Rails Girls Workshops, Rails Girls Summer of Code. Wenn sie dann ihre Entwicklerinnenkarriere beginnt, kommt auch als Thema vor. Haben wir für den Dennis auch ein Thema drinnen? Ruby wurde schon genannt. Aber Ruby wurde genannt. Ja, aber da lerne ich ja nichts Neues. Aber Go, so kennst du. Ich habe mich reingelesen, ja. Zumindest. Nein, es ist eine recht lustige, bunte Episode geworden, mit ganz vielen verschiedenen Themen. Ich glaube, wir haben 12 verschiedene Themen kurz angerissen und viel Spaß. Wie gehst du mit dem Ruhm um von Hour of Code? Also kriegst du schon vom ORF Angebote und so? Nie mehr als ein Stamperl am Tag. Alles klar. Ja, cool. Oh, aber apropos Angebote. Ich bin letztens von Radio Orange interviewt worden, weil nämlich irgendwer meinen Podcast gefunden hat und den so cool gefunden hat und hat mit denen ihr Studio. Also Radio Orange ist ja so ein Community-Radio von Wien. Freies Radio, aber du sprichst jetzt vom Zuckerbäcker-Podcast? Oder? Ja, von meinem Lieblingsplätzchen-Podcast und auch meinem Blog. Und der hat mir einfach eine E-Mail geschrieben, ob ich nicht Lust habe, in seine Sendung zu kommen. Und so war ich für eine Dreiviertelstunde bei Radio Orange und habe über das Podcast. In welcher Sendung war das? Das heißt Radio Positiv. Donnerstagabend ist, ich habe leider vergessen, um welche Uhrzeit, aber es war sehr spaßig, hat mich gefreut. Wie geht es deinem Lieblingsplätzchen-Podcast? Es ist ein bisschen traurig, ich habe schon ein paar Gäste und Gästinnen im Visier, aber es geht sich leider nicht so mit Terminals. Aber wenn alles gut geht, gibt es nächste Woche eine neue Aufnahme. Wann die veröffentlicht wird, mal schauen. Es ist noch nicht gestorben, das Projekt, auf keinen Fall. Sehr gut. Ja, was habe ich noch hier Schönes? Ah ja, eine Sache habe ich vergessen, stimmt. GNU-PG sollte vielleicht den meisten was sagen. Das ist eine Software, um Dinge zu verschlüsseln, zu entschlüsseln und dann auch per Mail zu verschicken. Braucht Geld. Es gibt eine Crowdfunding-Aktion, gerade erst gelesen. Sie versuchen jetzt 15.000 Euro pro Monat hinzubekommen. Bisher leben sie hauptsächlich von Großprojekten vom BSI aus Deutschland. Die haben 360.000, glaube ich, Auftrag gehabt und aus den USA. Wahrscheinlich auf der Homepage von GNU-PG. Von Werner Koch, ja. Das ist das Projekt. Okay. Ja. Jetzt ist mir jemand anderes dran, danach kann ich ja nochmal reden. Beim Herfahren habe ich wieder mal einen neuen Podcast gehört, nämlich den Podstock Podcast. Das ist der Podcast zum Podstock Barcamp und Festival. Das findet von 8. bis 10. August statt. Und zwar im deutschen Bundesland Saarland, wenn ich es richtig im Kopf habe. Website ist auf jeden Fall podstock.de. Die haben ein recht buntes Programm jetzt schon. Sind etwa 50 Leute dort, die sich treffen, 3 Tage und ja, alles Mögliche rund um Podcasting machen, bis hin zu Löten von Mikrofonen und Siebdruck-Workshop und alle möglichen Programme. Und wir werden teilnehmen, ganz genau. Du wirst ja auch am Schaas in Holland. Ich werde auch auf der Schaas sein, die ist eine Woche vorher. Das ist ein Hackercamp in Holland. Da gibt es, glaube ich, auch noch Tickets. Beim Podstock gibt es, soweit ich weiß, auch noch Tickets. Aber nicht allzu lang warten, weil die nehmen dann auch einmal ein Ende. Sowohl bei der einen als auch bei der anderen Veranstaltung. Also dir wird nicht fad im Sommer? Ich glaube, mir wird nicht fad, genau. Ich habe nichts zu berichten, außer dass ich jetzt jede Minute die Zahl der Leute erhöht, die ich nicht leiden kann, weil sie Störgeräusche verursachen, und zwar aus verschiedenen Richtungen und aus unterschiedlichen Tätigkeiten. Aber es ist nicht ausdrücklich verboten, hier im Innenhof vom alten AKH Lärm zu machen. Also schweige ich grantig und gebe das Mikrofon weiter. An mich? Oder ja, wie? Du hast noch ein anderes Thema gehört. Ja, ich kann noch ein bisschen was von der Maker Faire erzählen. Also bitte, ja, du warst auf der Maker Faire. Ich war dort da und da habe ich dich auch getroffen. Und du hast ja im letzten Podcast erzählt, dass du neben dem Palatschinken-Automaten warst, genau. Bei dem so viel Andrang war. Ja. Genau den habe ich verpasst. Das finde ich sehr ärgerlich. Ja, aber ich habe noch nicht gesehen, ich bin ja so glorisch über die Leute drüber. Also ich hatte das Spiel programmieren abgelehnt. Was ist denn der Palatschinken-Automat? Amalettomat. Es ist irgendwas vom MetaLab gewesen. Okay. Es ist ein Amalettomat, der macht Schokopalatschinken. Vollautomatisch? Es braucht schon einen Maschinist, der die Maschine bedient, aber weitgehend automatisch. Ja. Das heißt also, man füllt Teig ein und dann und wird so ein eleganter Schieber rollt die dann zusammen. Das schaut sehr toll aus. Es gibt ein YouTube-Video, das ich irgendwo hingepostet habe.
Okay, das schauen wir dann auf YouTube an. Und es gibt ein Interview von meinen Schülern mit dem Amalettomatmann. Interessant. Gibt's auch. Amalettomat, ja, sehr cooler Typ. Und auf der Roboxotica ist er auch immer. Okay. Aber erzähl von der Maker Faire. Also ich war das, ja das erste Mal auf der Maker Faire. Ich habe schon ein bisschen das als Weltreise empfunden, da hin zum Kämmer. Ich glaube, von meinem Haus bis wo immer das war, hat es ungefähr eine Stunde gedauert. Aber es war das auf jeden Fall wert. Also ja, als Studentin habe ich ja gerade 5 oder 6 Euro Eintritt gezahlt. Und nein, ich habe mir den ganzen Tag da eigentlich verdrungen. Also dir ist nicht langweilig geworden? Mir ist auf keinen Fall langweilig geworden. Ich glaube, ich war eigentlich wirklich bei fast jedem Stand stehblem und habe mal alles gesehen. Also hat jeder Stand was für dich, was interessant ist? Naja, also die ganzen 3D-Druckstände habe ich irgendwann ausgelassen. Das war schon wirklich. Hast du keinen Pfeifferl gekriegt? Nein. Anna hat Pfeifferln verschenkt. Okay, oh. Ja, also es hat schon wirklich gescheit für 3D-Druckstände gegeben, was schon irgendwann einmal ein bisschen hart war. Was ich cool gefunden habe, war die Twitter-Netzwerk-Visualisierungsgruppe von irgendeiner Forschungsgruppe von der Uni Wien. Und die haben quasi so visualisiert, wie man mit bestimmten Politikern im Netzwerk steht. Und die habe halt da, also man, die haben da zu Demo-Zwecken nur ein paar hier da und ich habe aus Spaß mein Netzwerk mit dem vom Strache verglichen. Also du hast deinen Twitter-Namen eingeben und genau. Wie toll also du Strache bist. Ist natürlich nicht sonderlich aktiv auf Twitter, dem seine Plattform ist Facebook, aber trotzdem war es ganz interessant zum sehen. Die einzige Verbindung zwischen uns beide war Armin Wolf, dem ich folge und er offensichtlich ja, aber sonst war das halt meilenweit auseinander. Bist du nicht in der Strache-Bubble auf Twitter? Nicht so richtig. Und ein paar Tage vorher habe ich dazu auf der Republika, also halt, ich war nicht auf der Republika, aber auf YouTube von der Republika einen Vortrag gesehen, auch von einem Österreicher, der hat quasi mit Trollen ums Datenfeuer tanzen oder so, da ist auch um Twitter-Netzwerk visualisieren. Moment, das muss ich noch. Mit Sag Trollen das nochmal, bitte. Das mit Trollen ums Datenfeuer tanzen oder so ähnlich. Also der Typ passt auf Twitter @Luca, also L-U-C-A. Der ist macht es so aus Spaß, glaube ich. Also das kann man ja in Journals schreiben. Ja, und dann, was ich noch relativ lustig gefunden habe, ich war auf der Maker Faire mit meinem Freund und es war nicht so, dass er mich da hingeschleppt hat, das hat mich interessiert, euch jetzt okay. Du hast deinen Freund auf die Maker Faire geschleppt. Genau. Sehr gut, ja. Und es war halt wirklich das komplette Gegenteil davon, wie alle Leute auf uns zugegangen sind. Ich habe mich immer für irgendwas interessiert und alle Standler haben mit ihm geredet. Also weil er Mann ist. Also weil er irgendwas sich auskennen hat, damit dass die beschäftigt sind, nicht sonderlich bei meinen Computern oder so. Und dann ist das komplette Gegenteil. Es hat ja auch so ein Kosmetik selber machen, Do-it-yourself-Stand geben. Und dafür interessiert es sich schon, was ich etwas so komisch finde. Jedenfalls ist er da hingegangen und ich bin natürlich auch daneben gestanden. Das war super seltsam. Dort haben sie dann mit dir geredet. Genau, das interessiert mich überhaupt nicht. Also, du hast ja gesagt, es waren schon relativ viele Frauen dort. Das war cool, aber irgendwie so Stereotype, es ist noch nicht so aufgelöst. Naja, es war lustig. Und diese ganzen Mode-Selbermach-Standeln haben dich interessiert. Da waren ja recht viele Damen auch, die so Stände gehabt haben, die dann. Die sind mir gar nicht so stark aufgefallen, ehrlich gesagt. Im Erdgeschoss halt. Ja. Also, ich war, was ich auch noch cool gefunden habe, neben dem Twitter-Netzwerk-Analysen-Ding, war der Stand von dem Hackspace in Graz. Ich habe leider vergessen, wie der heißt. Realraum. Also da war jedenfalls relativ lang gestanden. Da war nämlich ein Typ, der hat aus alte Displays von Laptops, die er einfach im Sperrmüll gefunden hat, neue Displays gebaut mit halt alle Schnittstellen, dass man auch also nicht so uralte Spielkonsolen drauf anschließen kann. Das hat relativ cool ausgeschaut, weil er hinten halt einfach so Plexiglasplatten drauf gemacht hat und so. Und das hat er lang und breit erklärt, wie das funktioniert. Und das war sehr spannend. Ja. Warst du auf Workshops oder? Leider nicht, das ist nicht mehr ausgegangen. Dann habe ich die meiste Zeit damit verbracht, auch zum Stehen für die guten Pommes. Und es war wirklich so eine 20 Meter lange Schlange und ich bin da bestimmt 20 Minuten gestanden und so 5 Leute hinter mir waren die Pommes einfach komplett aus. Und dann habe ich den Typen gefragt, der hat gesagt, dass er an dem Wochenende 400 Kilo Kartoffeln verkauft hat. Also es waren schon mal zu viele Leute dort. Das waren so belgische Pommes, zweimal in Rinderfett, glaube ich. Es war einfach sehr lecker. Oder so, ja, das Gastroangebot war gut dort. Hast du die Maschinenwesen gesehen, diese Herde? Oh ja, die habe ich gefilmt, die waren cool. Da hat sich einfach mal eine ganz große Gasse gebildet, da ist einfach solche Pferde oder Kühe, die als alle Fahrradteile bastelt waren, so allein rummarschiert sind.
mit sehr bunten Treibern. Die haben mich sehr fasziniert. Das stimmt. Die waren sehr bunt gewandet. Also, waren auch ziemlich brutal mit denen. Die haben die so getreten und so. Ja. War dann auch eine Rothaarige, die dann mit einer mit Pfeil und Bogen auf die geschossen hat und dann mit einem Speer gekämpft hat? Nee. Okay, das hört sich nämlich gerade für mich ein bisschen nach Horizon Zero Dawn, ein Computerspiel, das seit kurzem draußen ist. Da kämpfen wir mit einer rothaarigen, als Kind und später als Erwachsene, kämpft die halt gegen Maschinen in einem Science-Fiction-Spiel. Okay. Aber du kannst dich ja nächstes Mal mit einer roten Perücke und Plastiksperr an den Maschinen Nein. Wesen abreagieren. Die waren sehr. Ja, sie haben eigentlich so Kuh, so herdenmäßig was gehabt. Sie haben mal Kuhglocken umgehabt. Ja, ja. Also die konnten sich bewegen? Ja, die sind ganz allein marschiert so über den Hof. Motoren gehabt. Ich glaube, das war irgendwie nur so aufgezogen. Also so ein Uhrwerk. Sehr beeindruckend. Cool. Ja, also so viel zur Maker Faire. Also du kannst einen Maker Faire Besuch auch mit Freunden empfehlen. Ja, ja. Was hat dein Freund eigentlich gesagt dann abschließend zur Maker Faire? Nein, mir hat es auch voll gut gefallen, aber dem ist es nur stärker aufgefallen halt, weil es ihn nicht so richtig interessiert hat. Ja. Also nicht, dass er ihn nicht interessiert hat, aber er hat sich nicht so damit beschäftigt. Ja, das war lustig. Wer mag weitergehen? Cool, gibt's einen Tennis. Achso, Moment, hier habe ich den Zettel. Was hatte ich noch? Ah ja, es gab heute, das ist immer witzig, so etwas, eine Kartellbeschwerde von Kaspersky gegenüber Microsoft. Und zwar wegen dem Virenscanner, den Microsoft in Windows fest eingebaut hat, den man noch nicht abschalten kann. Man kann nur zusätzliche Antivirensoftware. Windows Defender, oder? Ja, genau, Windows Defender heißt der. Und wenn man jetzt überlegt, ich rante ja recht gerne über Antivirensoftware, deinstalliert das Zeug, lasst den Windows Defender drauf. Der ist quasi noch in Ordnung. Die anderen sind eher Einfalls. Die sind ein Einfallstor eher für Schadsoftware, als dass sie helfen in irgendeiner Weise. Im Prinzip hat Microsoft damit das Geschäftsmodell von Kaspersky ruiniert, ne? Ja, im Prinzip ja. Und darauf bezieht sich auch die Kartellbeschwerde. Und ein schönes Zitat, ich bekomme es wahrscheinlich nicht mehr richtig hin. Es werden jetzt Antivirensoftware ausgeschlossen gegenüber einem geringwertigeren Antivirenprodukt. Damit, das ist sozusagen ein Seitenhieb, dass das Microsoft-Produkt minderwertiger sei, nur weil es halt nicht sowas wie Cloud-Unterstützung und sowas, was man alles nicht haben möchte, enthält. Also ja, ich finde das mal interessant. Ich bin auch mal gespannt. Prinzipiell, es ist ja nicht die erste Kartellbeschwerde gegenüber Microsoft. Es gab ja wegen dem Browser, wegen dem Media Player schon öfters Querelen. Es sollte ja sogar Microsoft mal gesplittet werden in den 90er Jahren. Und ja, also Kartellbeschwerde finde ich gut gegenüber Microsoft, aber Antivirensoftware finde ich eigentlich noch schlimmer. Mir ist es in diesem Fall ausnahmsweise mal wurscht. In diesem Fall kann es nur Blut fließen und für alle ist es gut. Also Appell an alle, installiert Updates statt Antivirensoftware. Oder anderes Betriebssystem. Ja, oder das. Aber ich weiß, dass einige bei Windows bleiben wollen, wenn sie so masochistisch sind. Tja. Ja, okay. Anderes Betriebssystem heißt Linux. Es gibt ein Humble Book Bundle, das ist heute rausgekommen, mit einem ganzen Haufen Linux-Bücher, wobei Bücher ist als E-Books hier zu verstehen, in mehreren Formaten. Reizt mich zurzeit, weil einige dabei sind, die mich interessieren. Also es ist ein Ansible-Buch dabei, es ist eins über Docker dabei, es gibt es in drei Abstufungen, je nachdem wie viel man zahlt. Ich glaube, es sind 3, 6 oder 9 Bücher, so in der Größenordnung, oder sogar ein bisschen mehr. Es ist nur eine Frage der Zeit, ob man wirklich so viel Zeit hat, die dann alle zu schnupfen. Das ist ein schwarz-gelbe Buchcover. Ich weiß, ich habe mir es nicht angeschaut. Dummy. Nein, es sind nicht die. Es ist eine amerikanische Geschichte. Die sind, glaube ich, auch Amerikaner. Aber wurscht. Ja, aber die sind es nicht. Aha. Die sind es, glaube ich, nicht. Also nicht O'Reilly. Nein, es sind nicht so eine von den ganz großen, aber es ist bekannt. Also du wirst das dann sehen, du hast die schon gesehen, diese Aufmachung von Büchern. Ja. Und es sind alle von der gleichen
vom gleichen Verlag, also alle gleich aufgemacht. Ich auch. Ja. Klingt ja gar nicht so unbrauchbar. Und zuerst schon gesagt, ein lustiges oder für die Dame nicht ganz so lustiges Thema. Heute ist verhaftet worden eine 25-jährige Frau, die nicht in der NSA angestellt, aber für die NSA, für einen Dienstleister, der für die NSA gearbeitet hat eben selbst und ist heute verhaftet worden wegen in den USA wegen Datenleak. Also sie hat geheime NSA-Dokumente in der letzten Woche erst herausgegeben, weitergereicht. Und wie ist man da drauf gekommen? Das Ganze ist gelaufen über eine, ich weiß nicht, ob das genau Whistleblower-Plattform ist oder eher Verlag, so in die Mitte drinnen. Es ist die Geschichte vom Glenn Greenwald, der ja dann damals, also das als Journalist rund um den... Genau, ja. Was würdest du sagen, ist er Verlag? Ist es eine Plattform? Sehr viele Webseiten gehalten, so technisch ist es eine Webseite, aber was rechtlich Medium, ist. Keine Ahnung. Ja. Und über die sind die Dokumente veröffentlicht worden letzte Woche und man konnte rückverfolgen, wer das war, welche Person und wie ist es geglückt über den Drucker. Und zwar warum? Und zwar hat das so funktioniert, dass die Frau die Dokumente ausgedruckt hat und an der Intercept weitergeleitet hat. Und die haben die Dokumente mehr oder minder 1:1 so dann auch publiziert. Also das eingescannt? Heißt, eingescannt mit hoher Auflösung und auch wieder publiziert. Und jetzt muss man dazu wissen, dass Laserdrucker gewisser Fabrikate... aber auch, glaube ich, Tintenstrahler... Können auch Tintenstrahl sein, aber da waren es Laserdrucker, sowas wie ein Wasserzeichen, also im Prinzip Punktmuster, die sonst nicht stören, die sehr unauffällig sind, mit aufs Papier drucken und auf die Art und Weise ist rückverfolgbar, von welchem Drucker das denn ausgedruckt worden ist. Und daraufhin hat man feststellen können, dass das wohl ein Drucker in dem Büro bzw. in der Firma dann dort halt ist. Und da waren dann im Prinzip 7 Leute, die an dem Tag gedruckt haben, was man ja schauen kann wieder über die Protokolle, wie der Drucker angesprochen worden ist. Und dann ist es sozusagen nur mehr zwischen den 7 zu entscheiden gewesen. Und da hat man dann geschaut, wer von den 7 hat denn ein E-Mail an der Intercept geschickt. Und das war genau eine Person und damit war die Person sozusagen eindeutig identifiziert. Und auf die Art und Weise sitzt die jetzt im Knast. Ja. Fefa hat dazu auch was geschrieben. The Intercept gibt dir im Prinzip die Möglichkeit, sicher Leaks an sie weiterzuleiten. Das war nicht so sicher. Der Weg war sicher, nur was man halt auch bedenken soll bei solchen Leaks, nicht über den Firmenaccount die E-Mails verschicken und nicht mit den Firmendruckern drucken. Am besten ist es, wenn man es gar nicht ausdruckt. Wenn man das PDF so wie es ist, noch irgendwie in eine Bilddatei umwandelt und dann erst wieder in ein PDF, damit auch irgendwelche anderen Daten, die drin sein könnten, auch draußen sind. Also Watermarking im PDF gibt es ja auch und das loszuwerden, in Bild umwandeln und dann als PDF wieder verschicken. Die Dateien sind dann zwar größer, aber es ist schon ein bisschen sicherer. Also ja, das waren alles Anfängerfehler für jemanden, der whistleblowt. Das nächste Mal wird die das nicht so machen, aber es ist leider schon zu spät. Ja. Vielleicht lernen andere daraus. Ja. Nur zum Thema, das nächste Mal wird sie es nicht machen. Wenn die wieder freikommt, die Person wird wahrscheinlich bei bestimmten Unternehmen Probleme haben, einen Job zu finden. Und genau diese Personen würde ich sogar empfehlen anzustellen. Das heißt, die haben Zivilcourage. Das ist für mich wichtiger als Firmengeheimnisse. Und ich als Unternehmen würde auch eher, also ich persönlich, wenn ich ein Unternehmen leiten würde, wäre auch eher auf dem Weg, es sollte legal alles sein, es sollte alles sozial sein und nicht so wie die NSA. Die ist legal. Und wie illegal ist. Aber apropos Überwachung, das hört man wahrscheinlich gar nichts mehr von Störgeräuschen. Ich habe heute einen Artikel bei Das Magazin, das ist so eine Schweizer Zeitschrift, gelesen, über, also eine Reportage über das neue Punktesystem in China. Also in China wird gerade in so einer Selbstzensur. Es gibt gerade so eine Modellstadt, ich habe leider vergessen, wie die heißt, glaube ich so 300.000 Einwohner. Und jeder Bürger, jede Bürgerin dort hat 100 Startpunkte und je nachdem, ob es Steuern zahlt, ob es sich für die Gemeinde engagiert oder ob es
irgendwas Schlechtes macht, zum Beispiel Müll auf die Straße wirft, kriegt man Plus- oder Minuspunkte. Und wenn man unter einen gewissen Punkt fällt, an Punkten, darf man nicht mehr mit Schnellzügen reisen oder nicht mehr in Flugzeuge steigen und so. Und wenn man besonders gut ist in dem Punktesystem, braucht man nicht mehr Miete für Fahrräder oder so zu sein. Und so Gamification vom politischen. Genau, aber das, Verhalten. Also laut der chinesischen Regierung ist es halt Vorhaben, das bis 2020 aufs komplette Land durchzusetzen. Und die haben das schon so klug in Anführungszeichen gemacht, dass immer so kleine Cluster eingeteilt haben an 400 Leute, die sie dann immer gegenseitig kontrollieren und denunzieren müssen. Und das finde ich schon ganz schön gruselig, dass sowas gibt, weil da nämlich auch die großen chinesischen Internetkonzerne mitmachen, also so Weibo, die Social Networks und Alibaba, das Amazon, das chinesische sozusagen, da auch alle Daten sofort an den Staat hergibt. Du musst dazu sagen, dass aber China schon vor der Kulturrevolution eine lange Tradition hat, dass sich also Schulklassen gegenseitig bespitzeln kann und so. Also das war schon alles wesentlich schlimmer, als es jetzt ist in China. Österreich hat das ja auch schon. Was? Fürst von Meta nicht. Ohne Punktesystem halt, so. Aber im Prinzip war es dasselbe, bespitzeln gegenseitig. Oder die Stasi in der ehemaligen DDR. Ja. Nur hat jetzt alles so digitalisiert. Jo. Gibt es das nicht im Prinzip bei YouTube mit Likes und bei Facebook mit Likes auch schon? Daumen runter? Ja. Wobei, ich weiß nicht. Ja, interessiert mich nicht, deswegen Daumen runter und dadurch steigt die Person weniger auf und bekommt weniger Zuschauer oder sowas. Ich nutze die Funktion nicht. Auch nicht zum Bewerten, naja, das Video könnte mich interessieren. Okay, ich auch nicht, aber es war jetzt nur eine Theorie. Herr Haslinger, haben wir noch ein Thema? Naja, wenn es Feedback geben wollt oder Themenvorschläge machen wollt, dann macht es das doch in das Skriptpad, das wir jetzt... Titanpart ist tot, es lebe das Skriptpad. Ja, wobei ganz tot ist noch nicht, aber für uns sagen wir, ist es tot. Und das Schicke dran ist, das ist ein Zero-Knowledge-Pad oder eine Zero-Knowledge-Software. Das bedeutet, ich muss nichts wissen? Oder? Das dachte ich ursprünglich auch, aber der Gag ist, der Server weiß nichts. Oder sagen wir so, der Server weiß es nur in verschlüsselter Form, das Ganze. Das heißt, man kann uns jetzt anonyme Themenvorschläge machen. So ist es. Na, es wird, auch, es wird nicht gelockt, von welchem Webserver die Information kommt. Also man kann sich einen beliebigen Namen geben, wenn man dazu Lust hat. Sonst steht überhaupt nicht. Unerhörte Schweinereien über andere Podcasts und bei uns ins Crypto-Pad. Wir reden darüber. Sagen wir so, das war mit dem Titan-Pad genauso möglich, weil jeder konnte ja, ohne sich anzumelden, was reinschreiben. Die IP-Adresse ist ja, speichert der Provider oder er speichert es nicht. Und davon ist es abhängig und dafür gibt es keine Garantien. Naja, durch ein Tor-Netzwerk zum Beispiel kann man durchgehen, da hat man schon was anderes. Sagst du die URL vom neuen CryptoPad? Nein, weil die für jedes Mal eine andere ist. Das ist eben genau der nicht mehr so hübsch. Das ist eben genau der Punkt. Ja, da müssen wir uns was überlegen. Dann brauchen wir jetzt einen CryptoPad-Beauftragten, der das regelmäßig anlegt, das neue CryptoPad. Das ist schön, dass du dich diesbezüglich gleich freiwillig kann man das nicht automatisieren? Na, das nicht. Aber ein Vorschlag war schon von den Betreibern, dass eine Hauptseite existiert, wo dann sozusagen in Textform die URL für die entsprechenden Seiten pro Folge erstellt werden. Okay. Also es gibt eine Seite und da pastet man nur den Link auf das entsprechende CryptoPad. Also ein CryptoPad, wo der Link zum CryptoPad zur Folge steht. Ja, und zwar für jedes einzelne gibt es einen eigenen Link. Und eine Seite enthält dann alle Links. Man könnte eigentlich nicht ein Crypto-Pad machen und das ständig weiterverwenden. Auch eine Möglichkeit. So endlos. Ja, weil wir brauchen ja nur die alten Dings nach unten tun oder löschen, die alten Folgen, ne? Ja. Die alten Themen. Ja, könnte man sich überlegen. Andere Möglichkeit ist, es gibt einen gemeinsamen Benutzer und dann gibt es nämlich eine Directory. Das, das heißt also Benutzername und Passwort zu diesem sind dann öffentlich. Ich weiß nicht, es könnte das sein, dass jemand das Passwort an uns ändert und das wäre nicht so gut. Ja, das würde ja nicht falsch machen. Ja. Also ich glaube, muss man sich registrieren, um das CryptoPad nutzen zu können? Nein, man kann seinen Namen einschreiben oder nicht. Man kann auch einen Account anlegen. Da ich schon mit dem Podcast veröffentlichen so hinten nach bin, würde ich vorschlagen, wir machen einmal ein CryptoPad und verwenden das ein paar Folgen lang und schauen, was passiert. Weil dann kann ich nur eine statische CryptoByte-URL immer veröffentlichen auf der Biertaucher-Seite. Gut, und der Link steht schon am Twitter-Feed. Ja, und der bleibt auch immer gleich und wir tun halt die alten Themen, sofern es wirklich abgehandelt sind, wieder nach unten.
meine, du kannst da auf der Biertaucher-Seite ein Redirect einrichten von einer Seite, sodass man dort hinspringt. Ah, ja. Einfach eine kleine HTML-Seite mit einem Redirect auf diese furchtbare URL. Ja, ja. Ja, ja. Das passt ja, wenn ich die URL weiß, dann poste ich sie mal. Genau. Gut, okay. Also es gibt dann nicht mehr solche sprechenden URLs wie 307, 308 und so weiter. Aber da ich ja selber die Podcast-Nummer auch schon durcheinander bringe, ist eh wurscht. Aber stimmt, was mir gerade einfällt, bei Bitely kann man meines Wissens auch eine entsprechende URL selber angeben. Das heißt, wir könnten dann... Okay, ist ja eigene Domäne. Ja, wenn dann doch gleich auf Biertaucher, würde ich meinen. Ja, man müsste das halt jedes Mal anlegen. Es ist meine Dame, ja, meine Herren, haben wir noch Themen? Mag jemand noch etwas sagen? Liegt dir mir etwas auf dem Herzen? Du wüsstest aber nichts mehr. Du wüsstest nichts mehr. Du hast jetzt mitgesketchnotet. Ich habe jetzt mitgesketchnotet. Dürfen wir die verwenden, die Sketchnotes? Ja, sicher. Muss man nur fotografieren, was ein bisschen heller ist. Das einscannen. Ich habe keinen Scanner. Willst du den Zettel behalten? Hast du das Original? Nein, ich fotografiere es. Hast du zu Hause eine Galerie mit deinen Sketchnotes? Nein, ich habe nur einen Schubladen, wo ungefähr Milliarden Papier drin liegen, wo lauter Sketchnotes drin sind. Dann kannst du ja von uns jemand einscannen. Jo. Okay. Beenden wir den Podcast? Oder? Jupp. Ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen. Und ciao. Nächsten Dienstag wieder 19:30 Uhr, Innenhof 2, altes AKH. Tschüss.